kann man sich so das Leben in Jakobsgering vorstellen? Das war, wenn man sagt, kleines Städtchen, war es so. Vorne war die Wache, da gab man seinen Personalausweis ab oder zeigt den vor, dass man dort wohnte. Und das war es eigentlich. Man hatte kaum Kontakt. Man hatte ja meinem Mann damals auch vorgeworfen, dass er zu viel Kontakt hat. Wir hatten mit Zilla, Max Reimann wohnte zeitweise dort, mit Uelzner, so mit einigen ständigen Kontakt. Wir besuchten uns ohne anzuklopfen vorher oder ohne anzurufen. Wir kommen nicht, man war einfach da. Und das war aber nicht möglich. Und das hatte man meinem Mann auch vorgeworfen. Man war so etwas, ne, der Ulbricht passte gut auf, wer mit wem. Und da könnte doch nicht irgendwie eine Verschwörung stattfinden. So ungefähr war dieses Leben dort. Ne? Aber trotzdem war es doch so, dass man so beim Spazierengehen den einen oder anderen traf und zumindest einen guten Tag, einen guten Weg wünschte oder vielleicht auch ein paar Worte mehr. Also wenn wir spazieren gingen, und wir gingen oft, mein Mann und ich, immer rundherum, das war einfach, weil wir dachten, man wusste nie, wer im Haus mithört. Und die Auseinandersetzungen waren ja nicht erst 58 oder 56 nach dem 20. Parteitag, sondern schon vorher. Also gingen wir viel spazieren, wenn wir uns was zu sagen hatten. Und da haben wir oft oder oftmals Ulbricht getroffen, der ging meist mit Matern. Dann sagte man guten Tag, aber man blieb nicht stehen und unterhielt sich. Das war das Eigenartige, was ich sagen muss, was die aus den Konzentrationslagern kamen, überhaupt nicht kannten. Das war für sie völlig fremd, denn sie haben überlebt durch die Solidarität, dass einer dem anderen half. Und das war ja plötzlich alles weg, eine Kälte manchmal. Das war nicht sehr schön. Sie sagten, die Kommunisten, die aus dem Konzentrationslager kamen, haben durch die Solidarität überlebt. Und durch was haben die erlebt, die in der Moskauer Emigration waren? Na, sehen Sie, die hatten die Verhaftung erlebt, die hatten die Ermordung erlebt, ihrer Genossen, ihrer führenden Genossen. Ich muss sie nicht alle aufzählen, es waren ja nicht nur die, die im ZK waren. Das war ja auch, naja, Heinz Neumann zum Beispiel, ne? Die, hier Max Hölz, der ja ein Idol war für uns, nicht? Und dann, wie gesagt, jetzt gab es ja später Bücher über das Hotel Lux, wenn die Genossen abgeholt wurden vom NKWD. Keiner wusste, wo blieben sie. Und das Schlimme war, keiner sprach auch von den Moskauer Genossen, die zurückkamen. Ne? Das sickerte nur so langsam durch. Und die ganze Tragödie kam ja dann zum 20. Parteitag, die Verbrechen Stalins, die Chruschtschow offenlegte. Ne? Und das, finde ich, ist auch das große Verdienst von Chruschtschow, dass er die Türen geöffnet hat, für die, dass man die zur Kenntnis nahm, die Verbrechen, die dort geschehen sind.